Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der UDTA. Heute geht es ran gegen Fuchse und ja, sein Sonnenteam hat mir wirklich extreme Probleme verursacht, weil meine komplette Defensive stirbt einfach an dem Sonnenteam oder an der Coverage des Sonnenteams. Ja, weshalb ich hier ein ziemliches Hau-drauf-Team gebaut habe, möchte ich sagen. Mein Ziel ist es eigentlich, mit Suicune zu leaden, um dann in der Hoffnung, dass er wirklich seinen Torkoal mitnimmt, seinen Kurtel, dass wir hier, während er die Rocks legt oder ähnliches, direkt mit dem Regentanz eine Konterstrategie erfahren können. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das klappen kann. Ja, wir suchen jetzt entsprechend einander. Und da ist auch schon das Matchup und es ist so ziemlich das Team mitgekommen, was ich erwartet habe an dieser Stelle. Okay, das heißt also, wir haben keinen... Den haben wir nicht dabei, den haben wir nicht dabei. Ich kreuze mir gerade mal Demons weg, die hier nicht mitgekommen sind. Milotic ist mit dabei, dafür kein Miltank und kein Trikephalo. Dann wählen wir an der Stelle schon mal entsprechend meinen Lead aus. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er direkt mit Kurtel leaden wird. Und das Ganze wird hier ziemlich heftig, aber auf Fertig drücken wir noch nicht, denn ich werde jetzt meine Kalks noch entsprechend anpassen. Hier haben wir das Torkoal. Das haben wir nicht mit dabei. Der Kollege ist nicht da, der ist nicht da. Der auch nicht. Haben noch 40 Sekunden, das passt soweit. Blaziken ist mit dabei, Milotic ist mit dabei. Charizard mit dabei, Hydreigon nicht. Miltank nicht und damit haben wir unsere 6 Mons. Okay, wir schreiben uns direkt unser Suicune hier rein. Haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ihm ja nicht verraten, dass wir hier direkt wissen, womit wir starten wollen. Und dann drücken wir hier mal auf Fertig. Und ich hoffe, das hier wird ein sehr spannendes Match. Auch wenn, wie gesagt, das Teambuilding mir hier extreme Probleme verursacht hat. Aber das werden wir jetzt am Ende sehen, wie das Ganze hier läuft. Und damit geht es los. Was schickt er in den Lead? Was wird hier kommen? Wir haben im Lead Desperados. Und Desperados ist der Junge. Elisard direkt. Hat er hier mein Suicune predicted? Ja, gegen Elisard muss ich eigentlich direkt raus. Er kann mir hier natürlich mit einer Elektroattacke massig Schaden machen. Nur in was gehe ich hier am besten? Da habe ich jetzt direkt schon ein Problem, weil hier mein Lead schiefgelaufen ist. Ich könnte natürlich hier den Blizzard probieren, aber eigentlich will ich das hier an der Stelle noch nicht. Was könnte Elisard hier einsetzen? Heliolisk. Hyper Voice wird natürlich richtig wehtun, egal was. Suicune. Ja, er kann mir mit einem Donnerblitz direkt bis zu 100 machen. Aber da habe ich jetzt nicht mehr die Zeit für. Ich muss hier auf den Blizzard gehen. Und er geht auf die Kehrtwende. Sehr schön. Er hat sich nicht getraut, den Donnerblitz zu drücken hier an der Stelle. Und er hat die Kehrtwende. Heliolisk. Kehrtwende. Okay, der Blizzard trifft. Und da kommt der Flame Orb. Okay. Das heißt, wir haben Lotik mit Flame Orb. So. Gegen Milotic. Man merkt, ich habe hier entsprechend mein Team so aufgebaut, dass ich hier eher angreifen will. Und den Plan werde ich jetzt auch durchziehen. Das heißt also, ich gehe hier in Amina rein.
hole hier erstmal den Hagel raus. Mal gucken, ob er direkt auf die Rollwände gehen wird. Und er geht tatsächlich auf die Rollwände. Mist. Oh nein. Sag bloß, meine Fähigkeit ist daneben gegangen. Oh nein. Ich habe doch extra noch die Fähigkeit kontrolliert. Ich habe am Ende das falsche Vulnona gespielt. Das ist richtig mies. Ja, jetzt habe ich ein Riesenproblem. Jetzt habe ich ein riesiges Problem. Kann ich an dieser Stelle wohl Nona überhaupt noch großartig gebrauchen gegen sein Team? Ja, gegen Visaflor kann ich es grundsätzlich schon noch gebrauchen. Aber er wird jetzt hier sehr wahrscheinlich den Schwerttanz drücken. Das heißt also, ich sollte jetzt hier tatsächlich einmal den Zauberschein vielleicht drücken. Ich nehme mir einmal noch die Zeit, um das nachzukalken. Risiken. Ninetales. Amina. Okay. Ja, der ist eben clean. Sollte ihm gegebenenfalls 50% machen. Ja. Und er geht wieder auf die Kehrtwende. Oh, dass ich jetzt hier das falsche Vulnona gespielt habe. Das ist richtig belastend. Er hat die Kehrtwende. Und hier haben wir die Rollwende gesehen. Damit habe ich natürlich jetzt ein Riesenproblem. Ich bekomme das Wetter hier maximal mit Suicune geändert. Und jetzt mal gucken, was er hier an der Stelle machen wird. Da kommt Kurtel. Und da gehen wir entsprechend in unser Suicune wieder rein. Auch auf die Gefahr hin natürlich, dass jetzt hier der Solarstrahl kommt, aber dafür spielen wir extra die Antipflanzenbeere. Was wird er jetzt machen? Er geht auf die Tarnsteine. Okay. Das war das, was ich eigentlich im Lead erwartet hatte. Aber dann gehen wir jetzt hier entsprechend, wie geplant, erst einmal auf den Regentanz. Falls er Solarstrahl drücken sollte, sind wir schneller. Und das würde entsprechend seinen Solarstrahl hier aufhalten, beziehungsweise ihn dazu zwingen, zwei Runden zu verbringen. Und er geht auf ein Toxin. Okay. Okay, er hat Toxin. Damit will er natürlich Setup verhindern. Und an der Stelle werde ich jetzt erst einmal ein Siedewasser rausbringen. Außer er geht natürlich jetzt hier wieder in sein Elesaat rein. Ich glaube, darauf kann ich einmal scouten. Das ist sein Heliolisk. Da bringt der Shadow Ball natürlich gar nichts. Deswegen würde ich jetzt hier an der Stelle sogar noch einmal auf den Blizzard gehen. Falls er hier wirklich rausgehen sollte, wofür ich jetzt irgendwie... Genau, er ruft zurück, geht in sein Heliolisk rein. Wasser danach, er geht in Milotic, okay. Das ist natürlich schade. Und der Blizzard Mist, okay. So, jetzt habe ich natürlich die Vergiftung auf meiner Seite. Die ist unschön. Aber er kann jetzt relativ free auf eine Rollwende gehen. Deswegen überlege ich jetzt hier tatsächlich noch eine Runde drinnen zu bleiben. Mal gucken, was würde ich dem mit einem Spukball machen. Suicune. Alphyron. Gegen Milotic machen wir mit einem Shadow Ball 17. Status Burnt.
okay, wir machen nicht viel Schaden, aber wie gesagt, ich gehe fast davon aus, dass er hier die Rollwände einsetzen wird. Und er geht auf ein Siedewasser, okay. Wir machen natürlich nicht viel Schaden und er könnte jetzt auch auf eine Genesung gehen. Das heißt, das wäre jetzt der Punkt, an dem ich am ehesten rausgehen würde. Und zwar in mein Nocturne. Und dann mal gucken, ob er nochmal ein Siedewasser drücken wird. Oder ob er jetzt hier erstmal auf die Genesung gehen wird. Genau, er geht erstmal auf die Genesung. Das heißt, die hat er auch noch. Damit fehlt uns noch ein Move, den er noch nicht gezeigt hat. Und wir drücken jetzt an dieser Stelle erst einmal den Turbodreher. In der Hoffnung, dass er hier rausgeht. Und wir die Steine wegbekommen. Er bleibt drinnen erstmal. Turbodreher kommt raus. Steine sind weg. Und er geht jetzt auf die Rollwände, okay. Aber mein Nocturne ist auf jeden Fall schneller als sein Milotic. Nocturne schneller. Das ist gut zu wissen. Da kommt wieder die Dürre. Und an dieser Stelle haben wir nicht wirklich etwas, was wir viel gegen ihn reinschicken können. Wir müssen jetzt hier in Suicune gehen. Das könnte bereits der Tod von Suicune sein. Ja, und dann haben wir ein richtiges Problem, weil wir gegen den nicht mehr viel haben, was wir noch machen können. Und er kann uns halt immer hier in irgendeiner Form pressuren oder ähnliches. Aber wir versuchen jetzt nochmal Suicune hier reinzubekommen. Und er geht auf einen Flammensturm. Das macht in der Sonne wahrscheinlich zu viel. Ne, okay, das halten wir noch aus. Heißt, wir bekommen noch einmal einen Regentanz raus. Gut, wir müssen auch jetzt erstmal auf Regentanz gehen. Er wird wahrscheinlich ziemlich safe in Milotic gehen. Genau. Da können wir Desperados nochmal. Elisat. Okay, an der Stelle müssen wir jetzt drinnen bleiben. Wir werfen jetzt Suicune ab. Weil wir können mit Suicune auf keinen Fall mehr rein switchen. Aber dann würde ich gerne mal gucken, was macht denn Santa Scorch, mein Dorn, gegen ihn. In der Dynamax. Ja, wir können mit dem Max Rockfall, mit dem Walzer schon ein bisschen Schaden machen. Aber natürlich jetzt nicht so viel. Aber das läuft gar nicht so, wie ich das erhofft hatte. Dadurch, dass ich die Fähigkeit von Vulnona verkackt habe. Sonst hätte ich hier zwischenzeitlich schön den Hagel rausholen können. Nur ich habe jetzt überhaupt keine Möglichkeit, den Hagel rauszuholen. Das heißt, meine gesamte Strategie ist, was das angeht, hinüber. Was macht der gegen mein Nocturne? Hitmonchan. Smoke. Wir machen halt mit dem Drain Punch extrem viel Schaden auf ihn. Und er uns aber nicht genug. Das heißt, wir können an dieser Stelle den Drain Punch drücken. Und er kann uns aber höchstwahrscheinlich nicht killen. Okay, wir versuchen es mit dem Upright Heap. Wie gesagt, es kann hier relativ free Milotic reinkommen. Es könnte Kurtel reinkommen. Okay, er ruft zurück.
Er macht das wirklich sehr gut in meinen Augen. Und da kommt Kurtel. Und jetzt hat er die Sonne draußen. Hitmonchan. Smoke. Ja, das kommt circa hin mit dem Schaden, den wir hier haben. Das heißt, er ist das volldefensive Kurtel an der Stelle. Und wir gehen hier entsprechend. Er wird mir so an die 50% machen können. Ich mache maximal 20% Recover. Aber ich werde es jetzt hier weiter versuchen mit dem Uplight Heap. Um dieses Kurtel und sein Wetter entsprechend rauszubekommen. Oder zumindest weiter zu schwächen. Und wir sind auch unter 50% mit ihm. Und er geht wie erwartet auf den Flammensturm. Das macht... Oh, und er kriegt den Burn. Ja gut, dann wird es das jetzt wohl mit Nocturne auch gewesen sein. Wenn er jetzt Lust hat, könnte er sogar noch die Rocks legen. Ja, der Burn ist natürlich Worst Case an der Stelle. Das versaut mir so einiges. Hat er natürlich freie Möglichkeiten hier zu handeln. Ja, handelt auch nochmal anders. Und er geht in Melodik rein. Yep. Jetzt kann er mich entsprechend outstallen. Kriegt aber in Ordnung Schaden. Tick, Hitmonchan. Smoke. Ja. Aber der Thunder Punch wird ihm nichts antun. Er kann jetzt hier in Ruhe auf Genesung gehen. Und ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich die Situation nutze, dass er hier auf Genesung gehen wird. Und würde jetzt hier in meinen Gigamax wechseln. Oder ich wechsle in Amina. Ja, wir haben Schneemantel drin. Tausendmal überprüfen die Sachen. Und zwar will ich hier in Ninetales. Amina macht ein Freeze-Dry wenigstens bis zu 50%. Und er geht direkt wieder auf die Rollwende. Jetzt kann er einen Mon in Position bringen. Das war stark. Pfeffi kommt rein. Das ist Bisaflor. Und der ist natürlich schneller. Durch seine Fähigkeit. Und wird mich wahrscheinlich mit einer Matschbombe einfach aus dem Leben nehmen. Hm, noch nicht mal, aber wir sind bei 88... KP sind 59%. Ah, okay. Okay, ich muss hier auf den Blizzard gehen, weil wenn er jetzt hier meint, Wachstum einsetzen zu müssen... Ne, er geht auf die safe Matschbombe, das wird uns töten. Okay, ja, der Crit ist nicht schlimm. Das sollte keinen Unterschied gemacht haben. Okay, dann würde ich sagen, ist das jetzt der Punkt, an dem ich in Dorn gehen kann. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Center Scorch, Dorn. In der Dynamax. Wir machen ihm mit der Fire Lash richtig viel Schaden. In der Dynamax würden wir ihn rausnehmen. Aber er kann natürlich relativ free in Melodik gehen. Aber deswegen...
überlege ich jetzt hier tatsächlich sogar auf die Feuerpeitsche erstmal so zu gehen, falls er hier sagt, er geht in Melotic. Teaminfo, Sonne ist noch 3 Runden draußen. Okay. Weil er sollte mich eigentlich nicht rausnehmen können. Auch ohne Dynamax. Und deswegen gehe ich jetzt hier erstmal nur auf die Feuerpeitsche. Weil er muss eigentlich rausgehen. Und dann habe ich auf irgendwas, nämlich Melotic, schon mal einen Death Drop drauf. So, Melotic, Center Scorch, G-Max, Dorn, Dynamax. Und Melotic ist auf minus 1 Death. Damit machen wir ihm auf jeden Fall über 50% mit der Dynaflora. Dann ist jetzt der Punkt, an dem wir das mal probieren werden. Ich weiß noch nicht, ob er hier rausgehen wird. Er bleibt drinnen. Dann wird er sehr wahrscheinlich einfach Genesung drücken. Nocturne war schneller, aber dass wir hier... Das heißt, wir könnten sogar schneller sein, dann wäre er weg. Wir spielen Speedy. Und wir sind schneller, damit sollte das ein totes Melotic sein. Oder irre ich mich? Nein, Melotic ist weg. Okay. Der Teil ist schon mal aufgegangen. Melotic ist down. Was wird er jetzt reinschicken? Hat noch 2 Runden. Oder wir haben noch... Ne, Moment mal, 1 Runde müsste noch sein. Crystal Cola kommt rein, okay. Gegen den Lazy. Santos Coach. Dorn. Dynamax. In der Sonne. Machen wir mit dem Feuermove am meisten Schaden. Dann würde ich auch sagen, drücken wir den an der Stelle. Wenn er nicht Fullspeed spielt, können wir schneller sein. Er ist schneller. Und die Steinkante nimmt das einfach raus. Er spielt Steinkante. Stone Edge. Ja, nimmt uns immer raus, wenn er Full Attack ist. Er hat also... Muss also nicht zwingend Attack boosted sein. Ja. Den Kiemenbiss können wir natürlich vergessen. Dafür müssen wir schneller sein. Umarot. Ohne Dynamax natürlich. Macht der Kiemenbiss aber immer noch genügend Schaden. Aber sein Close Combat, wenn er den spielt, nimmt uns halt einfach raus. Ich brauche hier noch etwas Zeit. Ich bin leider zu langsam gewesen. Hitmonchan. Ich habe noch 10 Minuten. Das Spiel ist wie gesagt ein schneller Schlagabtausch. Das heißt, ich kann mir die Zeit fürs Berechnen lassen. Der Drain Punch sollte ihn hier an der Stelle rausnehmen. Aber ich denke, er wird mir jetzt entsprechend einfach zeigen, was er noch hat. Außer Kehrtwende und Steinkante. Könnte natürlich jetzt nochmal auf Kurtel wechseln, aber da ist der Ableithieb auch entsprechend das Beste, was wir einsetzen können. Und er ruft nochmal zurück. Okay, er hebt sich den nochmal auf. Und Pfeffi kommt rein wieder. Das ist dieser Floor. Ja.
Hitmonchan. Smoke. Yep, dann muss ich den Eispunch spielen hier an der Stelle. Die Sonne ist nicht draußen. Wir könnten schneller sein. Aber wenn er hier natürlich noch... Dieser Floor haben wir hier. Er ist schneller. Nimmt ihr uns einfach raus? Ja. Damit ist auch Nocturne down. Wie komme ich jetzt an dem vorbei? Nahezu gar nicht mehr, würde ich sagen. Denn mein Aktivisch wird ja mit einem Gigadrain. Gigasauger. Hat er. Und damit wird er mich einfach rausnehmen, oder? Oh mein Gott. Gigadrain wird immer killen. Wie sieht's mit Mio aus? Was kann ich ihm noch tun? Ja, ich muss auf den Meteor Beam. Dann habe ich aber keine Waffe mehr gegen Glurak. Ich muss hoffen, dass ich hier vielleicht nochmal einen Move lebe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nochmal einen Move lebe. Aber ansonsten kann Mew hier nichts machen. Ich muss hier den Eiszapfhagel drücken. Er wird jetzt hier den Gigasauger drücken. Ja, das mit Vulnona war natürlich jetzt sehr bescheiden. Da müssen wir nicht drum herum reden. Die Fähigkeit hätte ich nochmal checken müssen. Das war ein großer Fehler. Ich habe sie nur online gecheckt. Da hatte es zuletzt funktioniert. Überleben wir einen? Nein, das war zu erwarten. Okay, dann kann Mew hier an der Stelle auch nichts mehr ausrichten. Heißt also, damit habe ich... Selbst wenn ich jetzt Visafloor down kriegen würde, habe ich meine Waffe gegen Glurak verloren, aber er muss hier nur noch Gigasauger drücken. Ja, ich habe ja auch noch das Grassy Terrain vergessen. Damit hat er natürlich safe gekillt. Meteorstrahl. Zeigen wir ihm das Set noch. Wir gehen auf plus 1. Energiekraut kommt. Und der Meteorstrahl trifft. Er macht, wie erwartet, über 50%. Und er geht nur auf die Matschbombe. Er kriegt auch noch die Vergiftung. Ich meine, es macht keinen großen Unterschied, aber... Wie gesagt, damit ist meine Antwort gegen Glurak hier weg. Dadurch, dass ich jetzt meine Aufladeattacke verloren habe. Er ruft sogar nochmal zurück. Und was geht er rein? Kristall süß. Kurtel. Stirbt er an der Erdkräfte? Ich denke, er will hier seinen Kill noch an Glurak gönnen. Der ist auch nochmal weg. Haben wir wenigstens nochmal einen Kill mitgenommen für Mew. Kurtel weg. Und er wird jetzt in Glurak gehen, wahrscheinlich, oder? Und da kommt Elisard nochmal. Mit Mew, Saphira. Ja, ich habe nichts mehr, um ihn zu touchen. Genau. Er wird mich jetzt hier safe rausnehmen mit einem Hit. Ja,
Ja, er ist auch schneller. Und damit war's das. Schade. Das mit der Fähigkeit war echt blöd gelaufen. Ich könnte mich gerade echt sonst wohin beißen, aber so ist das halt manchmal, wenn man das Ganze gennt. Und ja, also echt schade. Es hätte anders laufen können. Ich finde, wir haben noch uns gut zurückkämpfen können. Vor allem die Mew-Strategie hätte super funktionieren können, wie man am Ende gesehen hat. Der war noch extrem stark. Heliolisk hätte mir im Normalfall auch nur mit dem Donnerblitz theoretischerweise, wenn er jetzt nicht doch sogar im Choice Specs nur 60-70% Schaden gemacht, wenn wir dann noch unverwundet gewesen wären. Heißt also, wir hätten das Ganze hier sehr sauber beenden können, vielleicht. Aber soll nicht gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet alle trotzdem Spaß dadurch, dass es jetzt leider mit der Fähigkeit nicht so lief wie erwartet. Aber ich denke, es war trotzdem noch ein spannender Kampf, ein spannender Schlagabtausch. Und danke Fuchse für das schöne Match. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit den anderen Matches. Bis dann.